Welcome back zu Portal 2 und herzlich willkommen in Partu 12. In letzten Partu haben wir einen Moment. Im letzten Partu haben wir es endlich geschafft, zurück an die Oberfläche zu kommen. Haben Wheatley gefunden, der anscheinend einen Orgasmus dabei bekommt, wenn wir Tests erledigen. Und ja, die ersten zwei Tests haben wir erledigt, obwohl wir einen Test mehrmals machen mussten. Und ja, wir kommen Wheatley immer näher und jetzt geht's weiter. Alles in Butter. Ich habe gerade ein paar neue Tests erfunden. Nicht ganz, nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. Ach, der Test ist ja so einfach. So. Einen Moment. Wir müssen. Da ist Wong, das ist hier. Blau! Juhu. Und wir müssen nämlich da oben den Kubus holen. Wie sich das anhört, die. Piss dich! Nein! Na! Hoch geht's! Ach, verdammt. Komm. Wo ist der? Ja. Oh, gut gemacht, ihr beiden. Ehrlich jetzt. Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hol euch dann ein. Und er hat schon wieder einen Orgasmus. Ja, das ist schon mal gut zu erfahren, dass sie eventuell tödlich sein können, da sie von GLaDOS sind. Die, wie wir wissen, ja versucht hat, uns zu töten. Und jetzt sind wir in Wheatley Laboratories und nicht mehr in es heißt nicht mehr Aperture Science Laboratory, sondern Wheatley Laboratories. Und warum kann GLaDOS uns nicht helfen? Hey, das ist aber auch was. Ja. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert. Es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Jump! Ah! Okay. Wir müssen. Da. Hin. Und. Los! Wuhi! Und wir müssen, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Erstmal nach unten. Wow, das war knapp. Hä? Moment. Da haben wir doch was. Na! Dumm. Nein. Warte. Ich hab eine Idee, wie das hier weitergehen könnte. Ich bin ja ganz der Dumme. Ja. Wie macht man da das Portal? Da haben wir schon eine Lösung. Da müssen wir ein Portal. Und dann machen wir da ein Portal. Yes! Okay, und? Das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man den Test löst, ja? Siehst du die Tasten da drüben? Geh darüber. Darum kann ich dir beim Test nicht helfen. Egal. Löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. Jetzt kommt hier ein Mutanten-Cube. Und den können wir uns hier nach oben holen. Nein.
Ich will raus, ich will raus, ich will raus, ich will raus. Danke. Komm her. Komm her. Komm her. Geh dahin. Hey. Oh, ja. Ah, ja. Oh. Was? Nein, was auf die Wir mussten nur. Oh, GLaDOS, du bist mies. Wir mussten nur den Himmel ziehen. Nein, ihr musst doch. Ach, egal, ob der auf der guten oder schlechten Seite. GLaDOS ist eine Hure. Ja. Das habe ich jetzt gesagt. Das heißt, das Let's Play ist bestimmt ab 21. Eine gute Nachricht: Die Anzahl der Testkammern ist begrenzt. Davon hatte ich keinen Vorrat. Oh, wir haben doch eine gute Nachricht. Entschuldigung, ich weiß jetzt nicht, was los ist. Und es geht weiter. Und wir sind in Testkammer Nummer 3. Ich komme, noch nicht anfangen. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Weedly, 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 was machst du da? Bist du dumm? So wie eine Erinnerung. Und los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Nein! Überhaupt nicht! Das ist Kunst! Ja, wir müssen irgendwie jetzt da rüber zum Star so ein bisschen teleportieren! Wow! 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 Da ist Target! Da ist Target! Dann machen wir hier. Das war eine dumme Idee. Dum, 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 dum. So, und zwar kommt nämlich jetzt. Moment. Was passiert, wenn ich nicht noch. Nein, 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 nein. Ha, ha, hi! Was passiert, wenn ich noch drücke? Der landet. Nein! Okay, dann versuchen wir da. Da? Nein! Okay. Dann hier. Na. Willst du mich verarschen? Ah! Hat geklappt. Jetzt komm her! Hurensohn! Du kannst dich nicht bewegen. So, und jetzt muss ich das dahin machen. Und das nehmen. Und Jump! Bounce! Und zur Seite. Piss dich! So, jetzt muss ich, muss ich, muss ich, muss ich, muss ich, muss ich, muss ich. Da ein Portal setzen. Richtig! Piss dich! Hui! Ja, das ist irgendwie blöd gelaufen. So. Du kleiner Wichser, du kommst erstmal hier. Jetzt kannst du dich nicht bewegen. Eins. Ach. Nein, warte, 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 warte. Zwei. Eins. Oh, nun geht's los. Oh, ja, nun geht's los. Oh, wie enttäuschend. Oh. Was? Es wird schon alles werden. Okay. Aber was passiert? Wir sind in Aperture Laboratories.
Entschuldigung. Wheatley Laboratories. Ich wollte es nochmal erwähnt haben, dass der Name sich eventuell geändert hat. Okay, viel Spaß. Hier sind immer diese 2D-Animationen, die ich immer richtig geil finde. Und wir sind im Testraum. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen. Fetti, Fetti ohne Eltern. Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Schön, dass er dich fand. Nichts. Einige meiner besten Freunde sind Vollreisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf. Mach schon. Mach einfach den Test. Okay. Also, ich würde mal sagen, Wheatley hat das Beleidigen drauf. Okay, also wir müssen erstmal den Cube hier holen. Das ist ein bisschen Schimpel, kann man so sagen. So, jetzt kommt der kleine Freund hier rüber. Den schnappen wir uns, dann legen wir den da drauf und dann dreht sich das um. Komm schon, kleiner Freund. Ich warte. Komm zu Papa. Danke. Nicht bewegen. Hui. So. Jetzt müssen wir aber den Idioten hier ein bisschen wegmachen. Damit wir nämlich hier hochkommen. Na, das ist nicht genug. Dabei ist der Test zu einfach. Aber mich einen Schwachkopf nennen. Mit der Schwachkopfsache bin ich vielleicht etwas zu weit gegangen. Also, nehmen wir mal so an, er will GLaDOS nachmachen. Ihr könnt ja sicher mal in die Kommentare schreiben, dass die Tests von GLaDOS 200 Millionenfach schwieriger sind als diese Kacke. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Darf ich andeuten, dass du trotzdem ein Schwachkopf bist? Du bist ein kleiner Idiot. Ein Wichser. Ja. Wir brauchen hier irgendwie einen Knopf, wo wir hier etwas drücken können. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Doch, Moment. Da ist ein Knopf. Wir jumpen rüber in den Knopf. Dam, da, dam, da, dam. Der Knopf ist hier. Wie kommen wir da hin? Das jetzt. Ah, warte mal. So mache. Und so mache. Dann landen wir jetzt in den Kreis. Dum, 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 dum. Ah, okay. Alle. Ah, das war dumm. Das war Dummheit, ich habe die Portale vertauscht. Kann ja mal vorkommen hier mit links und rechts. Mit links und rechts kann man immer was verwechseln. So. Wir wissen also jetzt, wie es funktioniert. Er liest wieder hier seine Bücher. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Doch, bist du. Ich bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Der kommt.
Da, okay. Ach so, verstehe, wir müssen das Stäbe hier auch wieder machen. Okay. Den Portal. Komm. Blom. Bling. Und. Blom. Hui. Oh, gut gemacht. Oh, was war das denn? Das war gar nichts. Nichts. Mal die Scheibe destroyed. Ja. Der von ihm besetzte Körper, meiner, besitzt eine integrierte Testeuphorie. Mit der Zeit wird man ihr gegenüber unempfindlich und es wirkt etwas unerträglich. Doch mit mentaler Stärke hält man es aus. Mir war es egal. Mein Motiv war die Wissenschaft. Er aber. Will die Weltherrschaft! Nein, keine Ahnung. Was in seinem Kopf vorgeht, aber... Ja gut. Wir müssen Wheatley aufhalten und das... Wenn sie in einer Lösungseuphorie verfällt, sieht es schlecht aus. Haha, der hat das Ding zerstört. Guckt mal, ein fetter Bluescreen. Press any key to continue. Okay. Passiert nichts. Ich press auf die Enigay. Da ist nichts passiert. Da ist nichts passiert. Ich drücke auf Enigay. Aber für die, die es noch nicht gesehen haben, hier ein 360 Grad Bluescreen. Entschuldigung. Ist das nicht faszinierend? Wir sind in Test 6. Kümmere dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Ihr bringt uns direkt zu ihm. Perfekt. Geil. Wheatley, du bist dämlich. Jetzt machen wir den Bildschirm kaputt. Stirb! Weißt du, was es hier im Überfluss gibt? Monitore. Erst vorhin wünschte ich mir noch, ich hätte weniger davon. Du tust mir also einen großen Gefallen, wenn du sie zerschlägst. Oh, bitteschön. Wollte ich schon immer für dich getan haben. Dann tu was doch direkt nochmal. Komm. Oh, schade. Okay, weiter geht's im Text. Wir haben hier eine Wand. Ein Würfel. Den können wir uns hier holen. Und es gibt aber ein Problem. Er wird zerröstet. Hier warten übrigens ein paar Turrets auf uns. Ja. Wie lösen wir das? Als erstes müssen wir hier ein Portal hinmachen. Und da ein Portal hinmachen. Dann Knöpfkes drücken. Hui. Ich korrigiere, ein bisschen runter und nochmal drücken. Hui! Bon. Okay. Nun muss hier ein Blaues hin und dann müssen wir springen. Baum. Dam, 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 dam. Und die Turrets, die können uns, glaube ich, hier durchsehen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, das können sie definitiv tun. Blau. Okay. Nein, das war falsch, das falsche Portal. Schlecht. Komm. Lappeturi, Lappeturis, Wheatley Lappeturis. Weiter geht's, komm. Kümmere dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Bam, 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 bam. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Jump! So. Oh, du löst gerade den Test, mein Fehler. Weitermachen. Oh, du löst gerade den Test. Weitermachen. Ach so, genau, jetzt weiß ich, wie das geht. Ah, okay. So, dann machen wir. Dein Portal. Yeah. Sie können uns nicht.
Sie können uns doch. Ich muss ja erstmal hier rein. Würfel. Ach. Okay. Nicht gekriegt. So. Da. Nein. Da. Jetzt nehmen wir uns Würfel und wir sind gleich wieder am Ende. Aber ich glaube, es. Hey! Oh. Beweg dich nicht! Ich komme zu dir. Nicht bewegen. Danke. Also. Ich denke mal, wir sind jetzt gleich am Ende. Dauert nicht mehr lang. Nur noch ein paar Parts. Und ich bin nicht dumm. Okay, ein bisschen. Versucht uns mal zu kriegen. Asshole. Ach, keine Ahnung, was mit mir los ist. Nein, das Portal ist zu hoch. Blöd. Bleib da liegen. So, baba. Bounce. Und. So, jetzt müsste das aber klappen. Ja, perfekt. Du hast hier gewartet. Danke, Freund. Nein! Yeah. Das kann doch nicht wahr sein. So. Ach, Knopf vergessen. Also. Portal. Der Knopf. Portal etwas runter. Knopf. Yes. So. Portal. Jump. So. Portal. Würfel. So. Da wieder hin. Komm mit. So, warte hier. So. Bist du wirklich absolut sicher, dass du das richtig machst? Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Ja. So bin ich halt. Das war die Lösung. Ach, ich verpasse alles. Weiter geht's. Wieder die Blue Screens, die mit Glue und Kleber. Die sind so verklebt, dass das Glue Screens sind und keine Blue Screens. Das ist nämlich Glue mit Blue. Blauer Glue. Aha, Blue Glue. Ey. Blue's Clues, wer kennt das? Nein, Spaß. Oh, komm schon. Ich glaube, die nächste Testkammer kriegen wir nicht mehr. Das ist nicht gut. Wir haben noch eine Minute Zeit. Ich denke aber mal. Was ist das? Kriege ich die hin? Ich habe da eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir 10-mal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt. Natürlich musst du ihn dafür auch 10-mal so schnell lösen. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Ich will für die Aufzeichnung nichts verpassen. Okay, wie wir diesen Test lösen und ihm sagen, wann es losgeht. Achso, ja. Whitley, nächste Woche geht's weiter. Nächste Woche lösen wir den Test. Und ihr müsst bis nächste Woche warten. Dann machen wir den Test und gucken, ob wir endlich Wheatley die Fresse polieren können. Alles und mehr im nächsten Part von
Portal 2, wenn es euch gefallen hat, gebt den Daumen hoch, gebt den Daumen runter, gebt ein Abo, gebt ein De-Abo, gebt ein Share, gebt ein Ignore, wie ihr wollt, gebt was ihr wollt. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und Abo, wenn es euch nicht gefallen hat, De-Abo und Daumen runter. Lasst mir auch gerne Kommentare oder irgendwas da oder was ihr wollt. Ja, und ich sag bis nächste Woche. Bye!